Strom, Gas und Wasser. Das sogenannte dynamische Trio für deine Wohnung. Wieso es sich um ein Trio handelt, ist aufgrund der Tatsache, dass es drei sind, relativ ersichtlich. Und dynamisch ist es, weil alle dich hier anfallenden Kosten durch deinen individuellen Verbrauch beeinflusst werden können. Du erinnerst dich bestimmt noch an den Begriff variable Kosten. Und da sind wir auch schon direkt im Thema. Aber vorab eine Sache. Die haben wir schon in ein paar anderen Videos angesprochen, die aber so wichtig ist, dass man sie gar nicht oft genug ansprechen kann. Die Grundversorgung. Denn in der Regel betrittst du deine Wohnung bei strahlendem Sonnenschein und deine Welt ist in Ordnung. Aber wenn die Nacht über deine Wohnung hereinbricht und du zum ersten Mal dein Licht einschaltest, schleicht sich auch die Grundversorgung heimlich und leise gleich mit ein. Und so läuft das ab. Wenn du den Lichtschalter zum ersten Mal betätigst, gehst du einen Vertrag mit dem sogenannten Grundversorger deiner Stadt ein, ob du es willst oder nicht. Der Vertrag, der bei dieser Transaktion zustande kommt, hat den Vorteil, dass er ziemlich entspannt ist. Strom ist einfach da. Er hat aber auch den riesigen Nachteil, dass er unglaublich viel Geld kostet. Deshalb sollte einer der ersten Punkte auf deiner To-Do-Liste immer sein, den Stromanbieter zu wechseln. Ab dem ersten Licht in deiner Wohnung läuft die Uhr, denn ab da hast du 6 Wochen, in denen du rückwirkend deinen Anbieter wechseln kannst. Am besten vergleichst du in einem Vergleichsportal Stromanbieter für deine Postleitzahl, scrollst an den bezahlten Anzeigen, die ganz oben stehen und oben angezeigt werden, vorbei und suchst dir einen sehr viel günstigeren Stromanbieter raus. Das Ganze kann man entspannt online erledigen und der neue Anbieter kümmert sich dann auch direkt um die Um- und Abmeldung bei dem Grundversorger. Genauso läuft es übrigens auch mit deinem Gasversorger, wenn du denn einen hast. Und falls du noch nach Wohnungen suchst, solltest du besser darauf achten, dass du einen bekommst. Denn Heizen mit Strom, die sogenannte Nachtspeicherheizung, kostet dich fast 3-mal so viel Geld für eine Kilowattstunde. Aber wenn du denn einen Gasanbieter schon hast, solltest du dich unbedingt bei ihm nach deinen aktuellen Konditionen erkundigen. Falls er nicht in deinen Mietunterlagen auftaucht, frag einfach deinen Vermieter, wer dir das Gas liefert. Und dann gehst du auch hier wieder zum Vergleichsportal deines Vertrauens und schaust dir an, ob du nicht irgendwo Gas zu besseren Konditionen beziehen kannst. Auch der Gasanbieterwechsel ist übrigens kostenlos. Der Staat zwingt nämlich die Anbieter zur lückenlosen Versorgung und die An- und Abmeldung übernimmt dann auch der neue Versorger. Deinen Wasseranbieter kannst du übrigens nicht so einfach wechseln wie die anderen beiden, da die Wasserversorgung in der staatlichen Hand liegt. Aufgrund der Ausgestaltung des Wassermarktes allerdings macht das Wasser auch keine allzu großen Sprünge. Solltest du dennoch deinen Wasseranbieter wechseln wollen, wendest du dich am besten an deine lokalen Stadtwerke und lässt dich dort einfach beraten. Und hier noch ein paar wertvolle Tipps rund um den richtigen Umgang mit diesem wunderbaren Teil des Internets. Hab ein besonders gutes Auge auf die sogenannten Sofortbonis. Diese sind nämlich die fiesesten Tricks der Stromanbieter. Durch einen zu hohen Sofortbonus können sie ihren Jahrespreis drücken und in den Rankings nach oben aufsteigen. Dieser Bonus fällt aber nur im ersten Jahr an. Im zweiten Jahr werden die Verträge mit einem hohen Sofortbonus meist richtig teuer. Deshalb ist es hier unglaublich wichtig, dass du fristgerecht kündigst. Am besten trägst du dir deinen Kündigungstermin mit Rot in den Kalender ein und zwingst ein paar von deinen Freunden, deinen Kündigungstermin auch in ihre Kalender einzutragen. Diesen Termin möchtest du um keinen Preis verpassen. Die Billigstromanbieter machen nämlich in den ersten Jahren gar keinen Gewinn und manchmal sogar Verluste. Sie planen einfach mit ein, dass du die Kündigungsfrist verpasst und sie dich einfach im zweiten Jahr richtig zur Gasse bitten können. Deshalb am besten keine Laufzeiten über ein Jahr vereinbaren und auf gar keinen Fall die Kündigungsfrist verpassen. Und dann noch ein letztes Wort zu den sogenannten Abschlägen. Ein Abschlag ist quasi eine Schätzung für deinen erwarteten Verbrauch.
Da man ja erst im Nachhinein wissen kann, wie viel Strom und Gas du wirklich verbraucht hast, wird einfach geschätzt, wie viel du wahrscheinlich verbrauchen wirst. Die Faustformel besagt, dass eine Person ungefähr 1500 Kilowattstunden verbraucht. Und an dieser Zahl orientiert sich auch der Abschlag. Die Richtwerte für mehr als eine Person und für den geschätzten Gasverbrauch stehen unter diesem Video. Was aber wichtig ist, ist Folgendes. Du kannst dir deine Abschlagshöhe nämlich selbst aussuchen. Und hier ein wertvoller Trick. Setz deinen Abschlag immer höher an, als er dir von den Portalen und Anbietern vorgeschlagen wird. Meist wird mit einem viel zu niedrigen Verbrauch gerechnet, damit die Preise niedriger wirken und du dich für das Produkt entscheidest. Aber solltest du nach einem Jahr einen höheren Verbrauch verursacht haben, was bei zu niedrigen Abschlägen meistens der Fall ist, erwartet dich eine Nachzahlung und die tut meistens richtig weh. Und wer will schon ins neue Jahr starten und sich direkt als ersten Vorsatz die Nachzahlung begleichen nehmen? Deshalb setzt du den Abschlag lieber ein bisschen höher an, plus 10-15% auf den Vorschlag des Vergleichsportals und freust dich im Januar über eine Rückzahlung. Also quasi wie ein kleines Sparkonto bei deinem Energieversorger. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Versorgersuche. Und noch viel mehr Spaß in deiner neuen Wohnung.